Aus irgendeinem Grund meinte der Publisher Elite, drei seiner erfolgreichsten Franchises zu mixen. Er nahm Dragon Slayer, John Mac und Dr. Franken und verschmelzte diese Hauptcharaktere in einem Spiel zusammen. Überlegt mal, welche Möglichkeiten ein solches Crossover hätte haben können. Die Charaktere sind schließlich zum Teil populär. Aber wenn eure Erwartungen jetzt recht hoch waren, kommt jetzt der große Fall: Es ist ein Verschiebe-Rätsel-Spiel. Hier wird also das bewährte Spielprinzip eines jeden uninspirierten Schlösserknacken-Minispiels genommen und in ein vollwertiges Spiel verwandelt. Für alle, die nicht genau wissen, was ein Verschieberätsel ist, hier eine ganz kurze Erklärung. Ihr habt ein Bild, welches in verschiedene Quadrate unterteilt ist. Ein Feld ist dabei leer und die Quadrate sind wild durchgemischt. Eure Aufgabe ist es nun, diese Quadrate so zu verschieben, dass das ursprüngliche Bild korrekt wieder erscheint. Ihr könnt die Felder jedoch nicht frei verschieben oder gar tauschen, sondern könnt sie nur in das vorhandene freie Feld verschieben. Das macht ihr auch in diesem Spiel. Zuerst fällt die etwas seltsame Steuerung auf. Ihr wählt nämlich nicht einfach euer zu verschiebendes Feld an und verschiebt es dann. Nein, das wäre ja zu intuitiv. Ihr müsst euch im Prinzip vorstellen, dass die leere Feld die Mitte eures Steuerkreuzes ist. Drückt ihr dann zum Beispiel nach rechts, wird das rechte Feld in die Mitte geschoben und so weiter. Danach wechselt der Mittelpunkt der Steuerung natürlich wieder weiter. Für mich fühlte sich das nicht gerade geschmeidig an und ich brauchte eine gewisse Weile, um mich daran zu gewöhnen. Und mal ganz ehrlich, so eine Geduld habe ich normalerweise nicht bei einem so dröhnen Spielprinzip. Bei den Spielmodi warten euch in zwei verschiedene Varianten. Einmal den normalen Modus und einmal Against the Clock. Letzterer ist ein einfacher Modus gegen die Zeit. Im normalen Modus hingegen wird es noch stressiger. Es gibt dort Bomben und sonstige Hindernisse, die zufällig auf die Felder verteilt werden. Eines haben beide Modi gemeinsam. Einfach wird es nicht, da das Zeitlimit allgemein relativ hart ist. Was taugt Frankie, Joe und Dirk on the Tides für den Gameboy? Wenn ihr unbedingt ein Verschiebe-Puzzle-Spiel auf den Gameboy spielen wollt, könnt ihr hier definitiv zugreifen. Ihr macht jetzt hier nicht viel falsch. Der Rest sollte jedoch einen Bogen um das Spiel machen. Ich finde die Steuerung einfach zu sperrig und das Spiel bietet jetzt auch keine großartigen Sachen, dass man das jetzt unbedingt sich reinarbeiten will. Ich finde es echt schade, dass bei der Kombination der drei Franchises dann so ein Spiel raus geworden ist. Es ist jetzt kein Totalausfall, aber erwartet hier leider kein super Spin-Off. Bei diesem Cover und bei diesem Namen kann euch bei diesem Spiel natürlich nur eines erwarten. Ein waschechtes Formel 1 Rennspiel. Es erschien 1992 bei uns und wurde von Gremlin Interactive entwickelt und sogar von Nintendo selbst veröffentlicht. Das Spiel bietet euch verschiedene Spielmodi, die jetzt aber nicht alle großartig überraschend sind. Es gibt die Fahrschule zum Üben, einzelne Rennen und natürlich eine ganze Rennsaison. Es gibt zwar noch einen vierten, eher kuriosen Modus, aber hier zeigt der Computer euch einfach, wie Nigel Mansell die Strecken fahren würde und ihr dürft nur zuschauen. Richtig was lernen tut man daraus jetzt nicht, daher sehe ich diesen Modus eher als eine Art Demo-Modus an. Das Spiel bietet euch dabei mit insgesamt 16 Strecken richtig viel Umfang. Diese sind natürlich immer ihren realen Vorbildern der Zeit nachempfunden und so könnt ihr zum Beispiel auch über den Hockenheimring heizen. Außerdem sind alle offiziellen Teams der 92er Saison auch mit dabei. Das bringt natürlich eine gewisse Authentizität mit hinein. Die Rennen steuern sich ganz ordentlich, jedoch meiner Ansicht nach nicht perfekt und das hat vor allem einen Grund: die Ego-Perspektive. Da die Technik natürlich auf den Gameboy limitiert ist, kommt auf diese Weise nicht wirklich ein großartiges Geschwindigkeitsgefühl auf und der Bildschirm ist natürlich geteilt. Immerhin habt ihr oben immer eine Übersichtskarte eingeblendet und wisst daher immer sofort, wann euch eine besonders steile Kurve erwartet. Dafür habt ihr aber in der Ansicht sogar funktionierende Rückspiegel. Hier wollte der Entwickler also viel, stieß aber an die Grenzen des Systems. Abgesehen davon werden euch durchaus viele Optionen geboten. Ihr könnt euren Wagen mit verschiedenen Reifen und so weiter anpassen und es gibt sogar Pitstops, die entsprechend eingesetzt werden müssen. Es gibt natürlich auch zufällig schon einmal Regen und da müsst ihr natürlich die richtigen Schlappen drauf haben. Das Spiel ist auf jeden Fall ein sehr gutes Rennspiel und ich würde es jedem Formel 1 Fan durchaus empfehlen. Leider gibt es in meinen Augen das Problem mit der Technik. Diese sieht zwar gut aus und ist ambitioniert, aber das Geschwindigkeitsgefühl wie sich da einfach nicht so recht einstellen. Da wäre meiner Ansicht nach eine andere Perspektive besser gewesen. Wenn ihr jedoch über dieses hinwegsehen könnt, erwartet euch hier eine wundervolle Rennspielsimulation, zumindest für Gameboy-Verhältnisse.
Das Fighting-Genre und vor allem die Mortal Kombat-Serie waren damals schwer angesagt und es gab natürlich auch diverse Portierungen auf den Game Boy. Die haben den Ruf, mal schlecht und mal nicht ganz so schlecht zu sein. Der dritte Teil erschien mal 1995 und wurde von Software Creations entwickelt und von Acclaim veröffentlicht. Das Kern-Gameplay überrascht natürlich wenig, es ist ein waschechtes Fighting-Game. Ihr könnt dabei aus 8 verschiedenen Kämpfern auswählen, wobei viele alte Mortal Kombat-Veteranen leider nicht verfügbar sind. Habt ihr euren Kämpfer gewählt, geht es dann auch sofort in den einzigen Spielmodus, in dem ihr euch den berühmten Turm hochkämpfen müsst. Hier besiegt ihr also in verschiedenen Schwierigkeitsstufen einen Kämpfer, rückt weiter hoch, kämpft gegen den nächsten und so weiter. Hier warten euch jetzt also wirklich keine großen Überraschungen. Wenn euch dieser geringe Umfang schon abgeschreckt haben sollte, habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Dann müsst ihr euch wenigstens nicht mit diesem miesen Spielgefühl herumschlagen. Klar, der Game Boy ist mit seiner recht einfachen Technik und seiner beschränkten Knopfanzahl nicht unbedingt für das Fighting-Genre gemacht. Wenn man es jedoch richtig anstellt, kann man durchaus ein solches Spiel vernünftig umsetzen. Das scheitert hier jedoch auf voller Seite und das liegt vor allem an der Steuerung. Diese ist dermaßen träge und einfach nicht responsiv, dass man es einfach vergessen kann, hier kontrolliert irgendwelche Schläge oder sogar Kombos anzubringen. Gefühlt grenzt es an ein Glücksspiel, ob eure Eingabe überhaupt durch die Spielfigur ausgelöst wird oder nicht. Also genau das, was man bei einem Fighting Game braucht. Dazu kommt noch, dass der Blockenknopf auf Start gelegt wurde und man diesen Einsatz im Eifer des Gefechtes vergessen kann, da man immer umgreifen muss. Schnelle Reaktionen sind also wirklich ausgeschlossen. Garniert wird das Ganze doch mit einer fürchterlichen Technik. Alles ist viel zu dunkel und man kann gar nicht so richtig genau erkennen, wo was ist. Immerhin ist der Sound ganz okay. Bleibt aber bitte weit entfernt von diesem Machwerk und spielt lieber irgendein anderes Mortal Kombat Spiel.